Amar, man sagt, ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget. Sie haben viel in der Vergangenheit getan, um Silhouette fit für die Zukunft zu machen. Was war der Auslöser? Der Grund für die Änderungen, die wir vorgenommen haben, war der, dass wir uns aus einem großen Lizenzziel zurückgezogen haben, wo die Strategie einfach nicht mehr gepasst hat und wir auf die Art und Weise ein Drittel unseres Volumens aufgegeben haben. Der Auslöser für die Veränderung war dann natürlich Covid. Wir haben im April 2020 null Umsatz gemacht und damit war es natürlich notwendig, damit wir in diesem Jahr nicht in die Verluste rutschen, dass wir die Änderungen, die wir schon vom Konzept her eigentlich kannten, auch wirklich zügig umsetzen. Herausforderungen dieser Größenordnungen bedürfen viel Veränderung. Diese Veränderungen sind nicht alltäglich, sie sind nicht einfach, aber sie sind notwendig. Was waren retrospektiv die schwierigsten Optionen, die Sie treffen mussten und wie sind Sie damit umgegangen? Das Schwierigste war einfach zu glauben, dass wir das können und den Mut haben aufzubrechen. Und wir haben dann Sie ja als Berater geholt, haben diese Initiativen, die wir ausgearbeitet hatten, strukturiert und sind dann in einem geordneten, strukturierten Prozess mit einem ganz, ganz klaren Konzept weitergegangen. Es haben alle mitgearbeitet und deswegen hat das dann auch sehr gut funktioniert. Wenn wir die Ergebnisse betrachten, was waren für Sie die schönsten Erfolge und Ihre Highlights innerhalb dieses Transformationsprojektes? Wir haben bei diesem Projekt nicht nur Kosten eingespart, sondern wir haben auch unsere Prozesse neu aufgestellt und wir haben viele Dinge im Unternehmen modernisiert. Es haben alle Mitarbeiter und alle Manager auf der ganzen Welt mitgearbeitet. Das war ein wunderschönes Erlebnis zu sehen, wie in Telekonferenzen wir über das Meer hinweg in Europa gemeinsam an diesen Initiativen gearbeitet haben. So haben wir beispielsweise unseren Retourenprozess digitalisiert. Das gibt es in der ganzen Branche nicht, da waren wir die Ersten, das war auch ein Ergebnis dessen. Die Menschen sind näher zueinander gerückt und haben nicht nur Kosten gespart, sondern haben auch viel, viel Positives bewirkt. Das war das eine Tolle. Das Zweite war, dass wir eigentlich auch das Ergebnis wesentlich verbessert haben. Wir haben in Covid keinen Verlust gemacht, trotz Restrukturierungskosten und hatten im Jahr darauf das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Das war sehr schön zu sehen und dafür sind wir jetzt auch im heurigen Jahr aufgrund der Analyse unserer Bilanz- und G&V-Zahlen sind wir heuer als Austrian Leading Company des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. Das ist eine große Auszeichnung für das gesamte Team, das an diesem Projekt mitgearbeitet hat. Es freut mich sehr, dass Sie das geschafft haben und es freut mich umso mehr, dass wir Sie da begleiten durften. Als CEO fokussieren Sie sich oder legen Sie immer den Fokus auf die Zukunft des Unternehmens. Wo sehen Sie Silhouette in den nächsten 10 Jahren? Der Brillenmarkt konzentriert sich im Moment sehr stark. Vor allem die großen Luxuskonzerne haben entdeckt, dass den Menschen wichtig ist, wie sie mit Brillen aussehen und kaufen eine Brillenmarke nach der anderen auf. Unser Kern liegt dort, dass man mit einer Brille gut aussehen muss. Wir haben heuer 9 Design Awards gewonnen, aber dass man mit einer Brille nicht nur gut aussehen muss, sondern dass man mit ihr auch gut sehen muss. Deswegen produzieren wir auch unsere eigenen Linsen, die ganz genau im Schliff auf die Größe der Rahmen abgestimmt sind, sodass vor allem im Gleitsichtbereich dort ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen ist. Und dieser Kern, gut sehen, gut aussehen, das Thema Sehen als unsere Kernkompetenz, das wollen wir stärker und näher an die Konsumenten heranbringen. Wir machen viel über Social Media, wir suchen den Kontakt zu den Konsumenten, um dieses Thema wirklich zu betonen und zu zeigen, dass für uns Sehen insgesamt sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dort liegt eindeutig die Zukunft unserer Gesellschaft, weil wir einer der wenigen sind, die sich im Premium-Bereich, wo wir zu Hause sind, mit dem Thema auseinandersetzen. Herr Ma, ich wünsche Ihnen und Silhouette alles Gute für die Zukunft und danke für das Gespräch. Bitte sehr gerne.